Hey, meine Rabauken, es ist wieder Zeit für Dumm oder Schlau. Wer heute der Dumm ist und wer der Klug ist, das werden wir wie immer mit heftigen Fragen herausfinden. Am Ende des Videos gibt es das epische Battle, wie immer mit dabei ist die Austin Melinski. Hallo. Wir haben schon sehr spät, Leute, deswegen wollen wir uns hier mal beeilen. Wir haben hier eine Kiste, da sind die Sachen drin, die wir brauchen. Ihr kennt doch das Prozedere, Lina. Ich mute mich, wir quatschen gar nicht lang. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Ciao. Ciao. So, ich bin gemutet, das heißt, sie hört mich jetzt nicht mehr. Wir bereiten jetzt die Fragen vor. Schilder, ich habe Schilder vergessen. Wir brauchen natürlich Schilder. Ich nehme andere. Boah, ich nehme die. Hat die Lina Schilder? Okay, Lina gibt sich, glaube ich, auch Schilder. Frage Nummer 1. Warte, da muss ich mein Handy ganz kurz rausholen. Frage Nummer 1 lautet, habe ich schon alles vorbereitet. Passend zur US-Wahl. Gerade jetzt steht noch nicht, also Biden ist zwar Favorit aktuell, das hängt ein bisschen von Nevada ab, ist jetzt egal, aber Stand jetzt, wo wir das Video aufnehmen, ist noch nicht klar, ob oder wer der Präsident wird. Aber die entscheidende Frage ist, ne, was ich halt fragen möchte, was, oh Gott, das ist ja übel schwer zu lesen, ne? Was ist die drittstärkste Partei in USA? Na, die drittstärkste Partei. Wir kennen die Republikaner und Demokraten, das sind die heftigen Parteien. Das ist übel schwer zu lesen, aber das ist jetzt auch egal. Da haben wir als Auswahl die Grünen, ne, das kennen wir aus Deutschland. Also die Parteien gibt es beide wirklich, jetzt habe ich mir nicht ausgedacht. Die Grünen und die, boah, da muss ich nachgucken, das ist ganz komisch. Die Libertären. So, ich kann euch schon mal verraten, es sind die Libertären tatsächlich. Aber da muss ich auch fairerweise sagen, also wirklich, die Grünen haben irgendwie 0,3% und die Libertären haben 1,1%. Also vom Prinzip her gibt es die beide eigentlich gar nicht. Die wählt kein Mensch. Das wäre so wahnsinnig. So, nächste Frage. Was ist der erfolgreichste Film ever? Von welcher Brand schreibe ich mal? Ne? Weil, ach Mann, jetzt kann ich noch Brand schreiben. Egal, von welcher Brand passt schon. Ist das ein Star Wars Film? Oder ist das ein Avengers Film? Und das Heftige ist, also die Filme, die meiste Kohle verdient haben. Ne? Platz 1 und Platz 2 sind Avenger Filme. Oder ist das richtig? Sind Avenger Filme. Das ist übelst krass. Wirklich mal Platz 1 und Platz 2. Heftig ist das denn bitte, Alter. So, haben wir auch, okay. Dritte Frage lautet auch, wie lange dauerte das längste Tennis-Match ever? Das längste Tennis-Match ever. Da habe ich ein bisschen taktisch gemacht. Die richtige Antwort lautet nämlich eigentlich 11 Stunden, okay. Aber ich dachte, Melina wird bestimmt denken, dass das arschlange dauert. Weil so Tennismatch kann schon wirklich das längste Match, was je gespielt wurde. Deswegen habe ich so eine hohe Zahl genommen, weil ich dann vermute, dass sie 43 nehmen wird. Aber das richtige Ergebnis sind eigentlich 11. Nächste Frage. Was ist besonders an der neuen Minecraft 1.17 Version? Also es gibt natürlich mehrere Sachen, die da jetzt besonders sind und neu sind. Ne? Aber ich habe jetzt mal zwei Sachen rausgesucht. Und zwar gibt es dort Kupfer. Wurde dort Kupfer hinzugefügt oder wurde dort ein Affe hinzugefügt als neues Tier? Die richtige Antwort lautet, es gibt tatsächlich Kupfer. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hätte lieber einen Affen gehabt, Alter, der so auf der Schulter dann chillen kann und dann, Alter, und dann liegen so die Sachen auf dem Boden und der holt dir die so. Das wäre übelst heftig, das wäre viel geiler als ich mit Kupfer. Ich habe doch Diamanten und alles. Und er ist mir aufgefallen, ich habe keine fünfte Frage vorbereitet. Scheiße, Alter. Okay, dann mal, wir improvisieren ganz schnell eine. Wie lange wohne ich in Berlin? Bin dann nach Berlin umgezogen, Leute. Ich bin umgezogen in... Das muss ich kurz mal selbst nachprüfen. Ich glaube im Februar, aber wir müssen mal gucken. So, die ersten Fotos. Okay, März habe ich safe schon in Berlin gewohnt. Ah ja, safe. Februar auch. Februar, safe. Da habe ich auch schon im Januar. Wo sind denn die Umzugsfotos? Wo habe ich denn die Umzugsfotos hier gemacht? Okay, nee, hier habe ich noch... Okay. Hier habe ich noch in Frankfurt gewohnt. Februar. Ich bin Februar umgezogen. Februar 20. Oder Januar 20.
So, richtige Antwort lautet ja Februari, haben wir ja gerade festgestellt, ne? So, hier ist noch Dings. Bin fertig! Mal sehen, was du davon alles weißt. Okay, willst du anfangen? Du fängst an. Ich fange an. Okay, erste Frage. Was ist die drittstärkste Partei in USA? Ja, die drittstärkste. Libertären? Grün. Also ich gebe dir einen Tipp, die beiden Parteien gibt es wirklich. Das ist eine, die drittstärkste und viertstärkste. Also mehr gibt es eigentlich nicht. Wow, drittstärkste und viertstärkste, die gibt es beide. Oh mein Gott. Ich glaube dir. Wie kann man das richtig raten? Ich weiß nicht mal, was das Wort bedeutet. Ich würd sagen, Liberalen kenne ich, aber Libertären, was soll Ditten sein, Alter? Vielleicht sowas wie Liberal, bloß auf Amerikanisch. Zu wie viel Prozent Wasser besteht eine Mandarine? Na, das ist immer sehr viel. Ist eine Gurke nicht irgendwie 90% oder so? Eine Mandarine ist safe auch extrem viel Wasser. Ich sag 85. Und damit habe ich Okay. Nächste Frage für Elina. Der erfolgreichste Film... Der erfolgreichste Film ever, also von welcher Brand, also nennt sich die Namen, ne? Erfolgreich heißt, hat am meisten Kohle eingespielt. Also hatte die meisten Kinobesucher. Okay. War das ein Avengers-Film oder ein Star Wars-Film? Ich würde Avengers sagen. Yes! Ja, als ob, echt, man wird doch denken, Star Wars. Nee. Das Krasse ist, Avengers Endgame ist Platz 1 und Avengers irgendein anderer Film ist Platz 2. Lol. Heftig. Nee, weil ich dachte, wir sind mehr Menschen geworden und deshalb mehr Kinobesuche. Ja, aber es gab ja auch neue Star Wars-Filme jetzt erst. Das ist ja wirklich das losteste Argument ever, ey. Wie viele monatliche aktive Nutzer hat Instagram? Nee, 2,5 Milliarden, das wäre zu viel. Nee, das ist zu viel. Bei Instagram wird nicht China und so ja gar nicht benutzt. Also würde ich sagen, 1 Milliarde. Ja. Hey. Ja, guck mal, 2,5 plus China, da bist du ja schon fast bei 4. Das ist ja schon mehr als die halbe Welt. Nee, oder? Wie viel gibt es denn aktuell überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat die letzten Jahre. Mann, ey, Kacke. Wie lange dauerte das längste Tennis-Match ever? Mhm. 43 Stunden oder 11? Mhm. Oh, man, 11 Stunden lang. 43 Stunden, das sind ja mehrere Tage. Mhm. Oh, also irgendwie finde ich diese 43 Stunden schon interesting, weil die halt so viel sind und so, das kann ja ein Körper nicht standhalten. Na, deshalb die machen Pause bei solchen Matches. Deshalb würde 11 eigentlich, ich glaube, ich, das kann jetzt richtig dumm sein oder richtig schlau. Ich nehme 11. Hey, wir hatten jede richtig, Gott. Alter. Wäre das eine All-Right-Folge? Hatten wir noch nie, Alter. Oh mein Gott, nee. Wie viele Knöllchen werden täglich in Köln verteilt? Also Strafzettel. 5.000, 8.000. Boah, das ist voll nah beieinander, Alter. Ja, Mann. Okay. Ach, naja, das kann man ja jetzt nicht wissen. Aber safe werden viele verteilt. Alleine in meiner Straße werden jeden Tag 20 verteilt. Oh. Safe 8.000. Nein! Ich habe mich versprochen, ich meinte 5.000. Ja, genau. Scheiße. Okay, Lina wieder. Okay. Was ist der? Was ist besonders an der neuen MC-117-Version? Was ist besonders? Affe oder Kupfer? Was wurde hinzugefügt? Ich würde sagen Kupfer. Oder? Als ob du alles richtig hast. Oh mein Gott, Alter. Hey, das waren ja nicht mal leichte Fragen auch. Oh, ich bin ein Masterbrain, Alter. Du bist schlauer, du. In welcher Stadt bin ich geboren? Elina, Weetzen, Alter. Da musst du ja nicht mal eine Sekunde überlegen. Weetzen? Da steht Uelzen, aber ach, Uelzen. Naja, egal, ich hatte trotzdem richtig. aber ich wusste da, also, ja, aber Weetzen gibt's ja auch. Ja, Weetzen ist so hier irgendwo in der Nähe. Okay. Wie lange? Ja, mach du. Wohne ich in Berlin? Mhm. Januar 20, Februar 20. Ich sag Januar. Da habe ich sie doch noch gekriegt in der letzten. Es war sogar Ende Februar. Ende Januar meinst du? Nee, Ende Februar. Nee, Ende Januar hättest du doch jetzt recht gehabt. Ah ja, stimmt. Ach so, ich kann's ja, ich kann jetzt gleich ziehen, Leute. 4-4. Ja, du hast im März, Anfang März hast du mich besucht, ja. Wie viele Tierarten gibt es in Deutschland? 48.000, 10.000. Ja, Tierarten, es gibt ja auch Insekten. Und das ist natürlich krank, wie viele Insekten es gibt. Ich hatte gestern erst einen Wurm in meiner Wohnung.
Deswegen sage ich 48.000. Das ist ja nichts. Es gibt so viele Tierarten. Yeah, Mann, gleichgezogen. Ich dachte, du zählst nicht die Dinger. So, wir haben 36 Punkte. Jetzt muss man wieder rechnen. 1, 2, 3, 4. Du kennst die Regeln, Lina. Du darfst anfangen, Ladies First. Also ich erkläre kurz, falls ihr die Regel nicht kennt. Wir haben 36 Punkte, ne, wegen Diamanten, wenn man die auflöst. Der kostet ein Diamant, der kostet zwei, der kostet drei, der kostet vier. Die wären natürlich immer besser. In jedem Dropper sind zwei Waffen, ein Rüstungsset, also Helm, Brustplatte, Hose, Schuhe, eine Pfeilart und ein Ring, damit du das Bescheid weißt. Ne? Das heißt beispielsweise, ich brauche jetzt unbedingt eine Brustplatte dann, und hier ist aber die Brustplatte schon raus, dann werde ich halt wahrscheinlich eher nicht den ziehen, sondern den ziehen. Also ne, ihr wisst Bescheid. Lina, du fängst an. Go! Ja. Ring. Okay, dann mache ich das Selfie auch nochmal. Oh, ein Pfeil. Wir haben die sinnlosesten Sachen daraus gekriegt, ne? Schwert! Blaze Arrow. Okay, macht Feuer. Schwert hast du. Warte, ich muss 4 abziehen. 1, 2, 3, 4. Dann ziehe ich nochmal 4 ab, weil ich da jetzt nochmal drücke. Axt. Was kann deine? Also da dein Schwert? Ich habe 15 und 0,7. Kann ich meinen Ring eigentlich hinstecken? Offhand? Oder einfach nur im Inventar halten? Ich habe keinen, ich weiß nicht. Hey, sag mal, was dein Schwert kann. Achso, mein Schwert. 13 Attack Damage und 1 Attack Speed. Oh, ungefähr gleich gut. Der Mann hat ein bisschen mehr Damage, aber weniger Speed. Okay, du bist. Boom. Schuhe. Jetzt kann ich ja eigentlich nur heftige Sachen kriegen. Gönn die Brustplatte, komm. Ja! Yeah! Provides all benefits of End Armor. Also der Full Suit Bonus. Kannst du wie ein Creative fliegen, ja moin. Aber Full geht ja jetzt nicht mehr, weil wir schon aufgeteilt. Wenigstens die Hose jetzt. Hey. Ja, da ist ja nur noch Hose drin, dann drücke ich ja Safe. Nice. So, das heißt nochmal 4 weg. Ja, wir haben aber noch viel, noch 20 Punkte, ne? Alter, siehst du heftig aus. Da ist nichts mehr drin, oder? Helm, du hast so reingekackt, Scheiße, Alter. Scheiße. Nein, ich habe meine Waffen schlechter. Scheiße. Komm, bitte, Brustplatte. Ring! Hose. Scheiße, habe ich ja schon. Ja, die ist oh aber mein auch Gott, ich gut, hab ne? Ich hab mich verrechnet. Du hast 14 jetzt noch, Edina. Weil wir gleich viel hatten und gleich gedrückt haben. Schwert, okay, übelst sinnlos für dich. Scheiße. Schuhe, wichtig. Das heißt nochmal 3 weg. Ist da noch was drin? Brustplatte, ja. Und Pfeile. Oh du hast aber Glück geschenkt. Du hast Glück geschenkt, der Brustplatte. Ich drück da jetzt nicht. Weil ich brauche noch einen Helm und den hast du hier schon rausbekommen. Das heißt, wir drücken hier und kriegen leider keinen Helm. Schade. Du hast noch 8 jetzt, ne? Ja. Also du kriegst jetzt safe, ja genau, Brustplatte. Geil. Jetzt drücke ich hier nochmal. Oh, scheiße, das habe ich natürlich Pech, ne? Hast du hier die Hose schon rausgeholt? 5. Nee. Oh. Naja, das zählt jetzt natürlich nicht. Nein, du kriegst wirklich die Hose, Alter. Das ist ja wohl ein Joken, ey. Ich brauche unbedingt einen Helm, scheiße. Jetzt kostet ja nur 2, ne? Ich habe mir einen zu viel abgezogen. Hm. Oh, Pfeile, du hast jetzt noch 4. Oh, ich hätte nur noch 3 gehabt. Vielleicht habe ich mich auch verzählt, nicht sicher. Okay, dann 3. Okay, das ist gut. Das heißt, es geht nicht mehr so viel. Ich brauche den Helm. Nein, scheiß Ring, Alter. 2 hast du noch. Wenn du jetzt drückst, ist weg, ne? Ha! Oh, du hast die Schuhe, ne? Ja, aber die sind schlechter. Perfekt. Helm. Stark. So, ich hab noch. Ah, jetzt sind wir ja weg. Wir haben nichts mehr. Okay. Wie viel Rüstung hast du? Ach, egal. Verrat mal nicht. Immer eine Überraschung. So, was hab ich? Das hat mein Ring. Right-click to use. Leaping Ability. Warte mal. Hey! Lol, guck mal, das kann mein Ring. Der kann schneller abbauen. Da kannst du auch schneller schlagen dann? Nein, ich kann nur Blöcke abbauen. Hey, was machen? Oh, hast du gesehen, was meiner kann? Ja, du bist so geslidet oder sowas. Ich kann so einen Sprung. Ah! Oh! Wer zuerst 3 Kills hat, hat die Butze gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los. 3. Dann hast du nicht gerechnet, ne? Nee. Der Nerf ist so langsam, ne? Oh. So lost mit der Waffe, man braucht 10 Jahre, Alter. Hey, du brennst gar nicht. Nee, ich bin unbesiegbar, Ben. Ich bin... Oh, safe nicht. Das ist so ein lower Kampf. Zieh ich dir nichts ab? Du
verletzt nur wirklich sehr wenig, aber also wirklich. Warum hast du so eine starke Rüstung? Irgendwie ja, ich bin ziemlich stark irgendwie. Warum? Weiß ich nicht, warum ich so stark bin. Das kenn ich selbst. Du musst doch selber wissen, was du da reingemacht hast in die Droppers. Mann, wieso kann ich dich nicht töten? Boom! Oh, den Pfeil hast du abgewehrt. Astral. Ups. Ah, I messed it up. Ich geb dir einen 13 Damage Crit, Alter. Ist das dein Ring? Ich weiß nicht, ob das mein Ring ist. Oh, wichtig. Scheiße. So brennst du eigentlich nicht von dem Ring. Ja, ich werde irgendwie. Nicht von dem Ring, sondern von dem Pfeil. Dieser Kampf, oh mein Gott. Das ist wirklich 1,16. Das ist so schlecht programmiert. Aber egal, Leute, wir gewinnen trotzdem. Vielleicht auch nicht. Wie viel hast du doch? Ich hatte noch 4 Herzen oder so. Ja, moin, hey, wieso bist du OP? Erzähl, wie viel Rüstung hast du? Ich habe 13, 26. Ich habe 28 Rüstung, du? 26. Ich habe mehr. Ja, warte, kannst du es nochmal zählen, Alter? Ich glaube, ich habe erzählt, Alter. Da fehlt ja was. Also. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29. Du hast 28. Top gezählt, Lila. Oh mein Gott. Wieder rausschleichen. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da für mehr. Dumm oder schlau. Wir sehen uns morgen. Lasst ein Like da, abonniert. Euer Benson. Tschüss. Ciao.